Wärmepumpen an sich sind Geräte, die Wärme zum Heizen oder für Warmwasser zur Verfügung stellen. Das an sich ist erstmal noch relativ einfach. Und wir wollen ja auch sowas wie eine Sektorenkopplung erreichen. Und da hilft uns auch die Wärmepumpe, denn der Großteil der Wärmeenergie wird aus der Umwelt entnommen. Aber als Antriebsenergie nutzt sie elektrische Energie. Das heißt, man steckt elektrische Energie in die Wärmepumpe rein. Zusätzlich holt sich die Wärmepumpe Umweltwärme und daraus erzeugt die Wärmepumpe Heizwärme. Das heißt, wir haben im Prinzip es geschafft, den Sektor Strom mit dem Sektor Wärme zu koppeln. In dem Fall geht das natürlich nur in eine Richtung. Das heißt, wir können zwar aus Strom Wärme machen, aber nicht aus Wärme Strom. Und trotzdem ist das eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Wärmepumpe in der Lage ist, jetzt auch noch viel Umweltwärme mit zu nutzen. Und Umweltwärme ist zugegebenermaßen relativ günstig, denn die kostet also als Energie erstmal nichts. Und jetzt schauen wir uns an, wie so eine Wärmepumpe funktioniert und was für unterschiedliche Wärmepumpentypen es gibt. Grundsätzlich werden Wärmepumpen meist aufgrund der Quelle, die sie nutzen, differenziert. Und das, was die meisten tatsächlich kennen werden, ist eine sogenannte Luftwärmepumpe. Die sehen Sie hin und wieder mal in Vorgärten oder in, naja, Hintergärten, so sagt man das nicht, ne? Also in Vorgärten rumstehen. Und diese Luftwärmepumpe macht Folgendes: Außenluft wird in diese Luftwärmepumpe reingesaugt. Das sollen jetzt hier diese roten Pfeile darstellen. Und diese Luft wird abgekühlt durch die Wärmepumpe. Und sie geht dann, nachdem sie abgekühlt wurde, aus der Wärmepumpe hinten wieder raus, und zwar mit einer geringeren Temperatur. So, das ist jetzt einmal dargestellt als Fortluft. Ich habe mir jetzt fiktive Temperaturen ausgedacht, also die Außenluft, die tritt in diese Wärmepumpe bei minus 5 Grad Celsius ein, wird um 3 Grad abgekühlt und tritt aus der Wärmepumpe mit minus 8 Grad Celsius wieder aus. Das heißt, wir haben der Luft Wärme entzogen und diese Wärme, die werden wir jetzt mit Hilfe des Stroms also aufheizen, oder mit Hilfe des Stroms werden wir diese Wärme nutzen, um Heizungswasser, was aus dem Haus kälter zurückkommt, wieder wärmer ins Haus zurückzuschicken. Also der Trick ist einfach der, wir nutzen die Luft als Energiequelle und holen uns aus der Luft Wärmeenergie raus. Wie das funktioniert, sehen wir gleich noch im Detail. Eine zweite Möglichkeit ist, Erdwärme zu nutzen. Hier ist es, gibt es zwei Möglichkeiten, die dann oft differenziert werden, aber grundsätzlich ist das Prinzip natürlich das gleiche. Wir haben eine Umweltwärmequelle, das ist in diesem Fall ein Flächenkollektor. Der besteht einfach nur aus Plastikschlangen oder dünnen Plastikrohren, die im Erdreich verbuddelt sind, meistens in so einer Tiefe von 1,20 Meter bis 1,60 Meter. Und durch diese Schläuche im Boden fließt jetzt die sogenannte Sohle. Sohle ist nichts anderes als Wasser mit Frostschutzmittel, dass das halt nicht einfriert, sondern auch bei minus 10 oder minus 15 Grad noch flüssig ist. Und die kalte Sohle aus der Wärmepumpe, die wird jetzt mit einer Pumpe durch diesen Erdkollektor gedrückt, wärmt sich dabei etwas auf. In unserem Beispiel geht sie mit minus 2 Grad aus der Wärmepumpe raus und wärmt sich im Boden um 2 Grad auf und kommt dann mit 0 Grad Celsius wieder in die Wärmepumpe ein. Und die andersfarbigen Pfeile sind genau wie auf der linken Seite. Das heißt, zusätzlich stecken wir Strom in die Wärmepumpe rein und schicken dann Heizungswasser, was warm gemacht wurde, ins Haus und aus dem Haus kommt das kältere Heizungswasser wieder zurück. Eine zweite Möglichkeit, Erdwärme zu nutzen, ist eine sogenannte Bohrung. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche, nur dass diese Schläuche, die vorher einfach in einer Fläche im Erdboden vergraben waren, in einer Bohrung ausgeführt sind. Und diese Bohrung, die geht meistens oder kann bis zu 100 Meter tief gehen. Und dann ist es so, dass die kalte Sohle die Wärmepumpe verlässt. Die fließt nach unten und wärmt sich dann in dieser Bohrung auf und erreicht dann oftmals so eine Temperatur von 8 Grad, wenn sie zurück in die Wärmepumpe kommt. Diese Bohrung bis 100 Meter Tiefe, das ist eigentlich eine ganz profane Begründung, warum man nicht tiefer bohrt. Denn ab 100 Meter gilt Bergbaurecht.
Das heißt, man macht lieber 2 oder 3 oder 10 Bohrungen mit 100 Metern, anstatt eine, die tiefer geht. Das hat also dann bürokratische Gründe. Aber grundsätzlich sehen Sie, das Prinzip ist immer das gleiche. Wir haben eine Umweltquelle, wo wir eine Flüssigkeit oder die Luft quasi ansaugen und dann abkühlen und dann die ganze beginnt so ein Kreislauf und wir werden es schaffen, immer mehr Wärme aus der Umwelt zu entziehen.